Together we move. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Workout. Mit dabei ist heute Jason George von den FC Bayern Basketballern. Und wir werden uns in den nächsten 15 Minuten in unserem Workout vor allen Dingen mit unseren Beinen und Gesäßmuskulatur beschäftigen. Und da freuen wir uns jetzt drauf und starten mal mit einer einfachen Mobilisation. Und zwar erstmal nur im Sitzen, die beiden Hände so an die Knie nehmen, lassen den Rücken erstmal so nach hinten durchhängen und richten den Rücken auf. Ja, Rücken durchhängen lassen, Rücken aufrichten. Einfach so 3-4 Mal, bevor wir dann in unserer Arbeit anfangen, die Wirbelsäule mobilisieren. Dann lassen wir die Beine einfach so nach außen klappen, Fußsohlen kommen zusammen, drehen uns einfach nach hinten rechts und nach hinten links. Okay, dann geht es weiter im Vierfüßlerstand. Wir kommen einfach in den bequemen Vierfüßlerstand, beide Hände unter die Schultern. Den Rücken jetzt kraftvoll nach oben auswölben und das Kinn nach oben anheben, die Wirbelsäule strecken. Machen wir ein letztes Mal. Kommen in eine neutrale Position und stützen uns jetzt einfach erstmal auf den Unterarmen ab. Man kann eine Faust machen, man kann die Hände auch einfach so flach aufsetzen. Wir ziehen den Bauch ein bisschen ein, strecken das rechte Bein nach hinten aus. Den Kopf gerade lassen, mit der Fußspitze den Boden berühren, mit der Ferse nach oben anheben, ohne dass das Becken sich bewegt. Ganz einfache Bewegung. Heben und senken. Heben und senken. Davon machen wir noch 5 Wiederholungen. Erstes Aufwärmen der Gesäßmuskulatur. Dann einfach das Knie wieder aufsetzen, mit den Armen abstützen und den Rücken wieder richtig schön rund nach oben auswölben. Und wieder strecken, Kopf nach oben heben und rund. Und dann wechseln wir für die andere Seite, wieder in den Unterarmstütz. Anderes Bein gestreckt, Brustkorb anheben und Fußspitze nach unten und anheben. Und die beiden Hände sollten gerade nach vorne, nicht so über Kreuz. So ausgerichtet sein, dass wir hier die Schultern auch gut mit einsetzen können. Und versucht das Bein richtig gestreckt zu halten. Und dann auch hier wieder das Knie aufsetzen, mit den Armen ganz normal abstützen und die Wirbelsäule wieder richtig schön nach oben auswölben, in Bewegung bringen. Okay, dann kommen wir aus dieser Position in eine Rückenlage. Ja, einfach über die Seite drehen, nach hinten abrollen, die Beine aufstellen, Kopf und Schultern ganz bequem auflegen und die Fersen relativ nah zum Gesäß heranziehen. Wenn die Füße ganz gerade nach vorne ausgestellt sind, heben wir das Becken nach oben an. Kraftvoll, kurz halten und das Becken nach unten wieder aufsetzen. Wir setzen das Becken ganz auf. Heben und senken. Und heben und senken. Dann haben wir noch 2 Wiederholungen. Und lassen das Becken jetzt in der obersten Position. Ja, die Gesäßmuskulatur ist fest. Wir spannen den ganzen Gesäßmuskel fest an
und drücken das Becken so weit nach oben, wie es machbar ist. Schultern und Kopf bleiben ganz entspannt auf der Matte. Dann zieh die Füße an. Dann versuch, ein Bein abzuheben, nur einen kurzen Moment, und den Fuß wieder aufzusetzen. Das Bein muss nicht gestreckt werden. Wir heben einfach nur die Ferse vom Boden ab. Kurz abheben und wieder aufsetzen. Man spürt das Gesäß, man spürt die Beinrückseiten kraftvoll. Heben. Hier mal kurze Pause machen. Heben. So dass man pro Seite 5 Wiederholungen hat, ungefähr. Wenn man gut trainiert ist, kann man ein paar Wiederholungen mehr machen. Als Einsteiger ist man vielleicht erstmal mit 3-4 Mal pro Seite ganz gut dabei. Das Becken langsam nach unten aufsetzen, die beiden Knie einfach heranziehen und ganz bequem die Beine nach außen und nach innen bewegen. Und dann machen wir zwischendurch eine andere Dehnung noch. Wir strecken ein Bein nach vorne aus, halten das andere Knie fest und ziehen uns einmal so nach oben. Genau. Und andere Seite wechseln. Ruhig den Oberkörper nach oben nehmen. Genau. Unteres Bein ist gestreckt. Okay, die Beine aufstellen, auslockern. So. Muskulatur ist gut vorbereitet. Jetzt können wir noch ein kleines bisschen oben draufsetzen. Jason, was meinst du? Bisschen? Passt alles. Geht, oder? Ja. Gut. Wir nehmen die beiden Fersen wieder etwas näher zum Becken. Heben das Becken nach oben an. Also die gleiche Grundposition wie eben. Gehen mit dem linken Fuß ein bisschen nach innen. Heben das rechte Bein nach oben. Streckt das Bein aus. Immer mit der Ausatmung, das ist wichtig. Nach vorne, einatmen, hoch. 1, 2. Das ist ein bisschen dynamischer, die Bewegung. Versuchen, das Becken ruhig zu lassen. Spannen. Immer mit der Ausatmung nach vorne. Und dann wieder Knie anziehen. Becken absetzen, beide Knie wieder heranziehen, kurz ausdehnen. Wir stellen die Beine auf, lockern ein bisschen aus. Bereiten uns vor für die andere Seite. Bein nach oben heben, kraftvoll. Und dann wieder ein Bein nach oben anheben. Und auch hier mit der Ausatmung nach vorne. Und zurück. Wir versuchen, das Becken ganz ruhig zu halten. Ziemlich anstrengend. Gesäßmuskulatur muss maximal arbeiten jetzt. Und dann wieder. Aufsetzen. Becken nach unten bringen. Beide Knie nach vorne anziehen. Kurz durchatmen. Schon ein bisschen intensiver. Auf jeden Fall. Okay, wir mobilisieren nach. Ein Fuß nach oben aufsetzen, einfach so über Kreuz. Und dann gehen wir mit beiden Beinen nach rechts und links ein paar Mal hin und her. So weit, wie es machbar ist, so weit, wie es angenehm ist. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann die Beine nochmal auslockern, dann kommen wir zum Sitzen. Einfach ein Bein festhalten auf dem Knie oder am Oberschenkel, so ein bisschen Schwung nach vorne zum Sitzen kommen. So. Wir stützen uns auf den Unterarm ab. Ein Bein ist aufgestellt, das andere Bein ist gestreckt. Das ist unser Arbeitsbein. Das Bein ist gestreckt und wird ein bisschen nach außen gedreht. Das ist die Bewegung. Senken, heben, senken, heben, senken, heben. Je mehr der Fuß nach außen gedreht wird, umso mehr arbeitet man hier mit den Oberschenkelinnenseiten, mit den Adduktoren. Das ist die Bewegung. Ja, und dann ist doch zu achten, dass man hier nicht zu sehr durchhängt, nicht nach unten, sondern sich aufrichtet.
und diese Bewegung mit gestrecktem Knie ruhig dynamisch ausführt. Ja, das wird sehr schnell warm. Ja, bei mir geht es jetzt schon los, es wird richtig heiß. Ja, machen wir noch 3 Stück, dann reicht's. Und dann einfach das Bein aufstellen und wir dehnen leicht nach, indem das Bein einfach zur Seite abgelegt wird. Stellen das Bein auf, lockern. Bereiten die andere Seite vor. Einfach das Bein wieder ausstrecken und dann wieder so weit ausdrehen, wie es geht. Die Fußspitze darf ruhig nach außen zeigen. Heben, senken, heben, senken. Das Knie richtig in der Streckung die ganze Zeit beibehalten. Unteren Rücken nochmal anheben. Sehr effektive Übung für die Oberschenkelinnenseiten. Glaubt man gar nicht, wenn man das sieht. Ja. Noch nie gemacht. Denkt man so, ganz leicht, es wird schnell heiß. Okay, machen wir die letzten. Ja, wer gut trainiert ist, macht natürlich mehr Wiederholungen. Und dann auch wieder das Bein aufstellen, nach außen ablegen. Oberschenkelinnenseite wird gedehnt. Okay, und dann stellen wir die Beine auf, lockern nochmal komplett aus. Dann rollst du dich einfach so nach hinten zurück. Die beiden Hände kommen so hinter den Kopf, die Ellbogen nach außen. Die beiden Knie anziehen, die Füße heben ab. Und jetzt werden die Beine komplett gestreckt nach oben und gebeugt. Gestreckt und gebeugt. Und auch das ist so eine Übung, die wird so ein bisschen unterschätzt, weil man scheinbar kein Gewicht hat. Aber wenn man die Beine wirklich nach oben streckt und hier mit den Oberschenkeln so fest arbeitet, dass hier eine Streckung bei rauskommt, dann ist das sehr effektiv. Ausatmen, einatmen wäre mein Tipp. Kannst auch andersrum machen, aber mit der Kraftspannung hierhin, das macht meines Erachtens am meisten Sinn. Kraftvoll strecken die Beine, sehr gute Übung, wenn man Knieprobleme hat. Aber auch einfach, um sich so fit zu halten. Machen wir noch 5 Stück. Mhm. Wird schon warm, ne? Ja. 3. Noch 2. 1. Okay, und relax. Beine auslockern. Dann spürt man die Oberschenkel Vorderseiten. Das geht sehr schnell. Die dehnen wir direkt aus. Man dreht sich einfach so mit geschlossenen Knien auf die Seite. Fast ein Fuß, den oberen Fuß und schiebt das Bein so nach hinten in die Dehnung rein. Und dann machen wir direkt die Dehnung für die Beinrückseite dazu mit dem gleichen Bein. Das heißt, wir drehen uns zurück und halten mit beiden Händen einfach entweder den Fuß, wenn man da nicht hinkommt, die Wade oder einfach so kurz vor der Kniekehle den oberen Teil der Wade und versucht die Beinrückseite hier nochmal so in diese Dehnung zu bringen. Auch je nachdem, wie flexibel, also wie beweglich man ist, kann man hier festhalten oder hier. Wieder auflösen, kurz auslockern. Jetzt kommt die andere Seite, man dreht sich auf die Seite. Fuß fassen und den Oberschenkel nach hinten nehmen. Und am besten mit der anderen Hand hier den Kopf so unterstützen. Und dann auflösen, wieder zur Mitte kommen. Und auch hier auf der Seite die Beinrückseite dehnen, Unterschenkel nach oben heben, festhalten. Man muss das Bein nicht unbedingt strecken, kann das auch leicht gebeugt lassen. Wichtig ist, dass hier die Dehnung nach der Muskelarbeit ankommt. Und auflösen. Dann nehmen wir beide Knie noch einmal nach vorne. Gehen nach außen, zur Mitte. Außen, zur Mitte. Und dann zum Aufstehen einfach ein Bein ausstrecken, das andere Bein festhalten. Kann man so mit Schwung zum Sitzen kommen. Und damit sind wir dann schon am Ende unseres heutigen Workouts. Kurz und nicht zu intensiv, aber schon deutlich spürbar. Kurz und knackig. Okay, Dankeschön. Together, we move.